Hallo und willkommen zu diesem Video. Viele Leute haben mich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann zum Thema Bremsklötze wechseln. Und das möchte ich heute an meiner Bremse zeigen. Im Prinzip ganz einfach, aber ich mache es ja gerne. Dann legen wir mal los. Ich habe die Kamera so positioniert, dass sie jetzt in den Bremssattel reinschaut. Und wenn ich das Rad jetzt mal drehe, dann seht ihr, wo die Scheibe ist. Das seht ihr ja, wo sich das bewegt. Und dann sieht man auch, dass die Bremsklötze nicht mehr so doll sind. Ich versuche mal noch mit einer Taschenlampe reinzuleuchten, damit man es noch besser sieht. Also die Bremsklötze sind hier schon ziemlich runter. Ich werde die natürlich auch gleich mal in die Kamera halten. Und das ist im Endeffekt das einfachste Mittel, wo ihr selber überprüfen könnt, ob die Bremsklötze gut sind oder nicht. Man hört es auch beim Bremsen, wenn man stark bremst. Und das hört sich mehr nach einem Kratzen an als nach einem Schleifen. Ich sag mal, wenn man bremst, dann ist ja klar, dass die Klötze schleifen an der Scheibe. Aber wenn es mehr ein Kratzen ist als ein Schleifen, dann ist die Bremse auf jeden Fall runter. Und das könnt ihr auch sehen an der Scheibe. Wenn ich jetzt mal hier rumgehe und auf die Scheibe, mal gucken, dass wir es vom Licht hinkriegen, damit man es auch korrekt sieht. So, jetzt sieht man auf der Scheibe natürlich auch Kratzer. Das liegt daran, weil teilweise der Bremsbelag so weit runter ist, dass schon Metall auf Metall schleift. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn man das nicht zu lange macht. Zum Beispiel, wenn die Klötze während einer Tour so weit runter gehen, dass das quasi passiert, dass Metall auf Metall schleift, dann muss man die Bremsscheibe nicht sofort wechseln. Man sollte aber dann nach dieser Tour spätestens die Bremsklötze wechseln und nach ein, zwei Touren oder nach, was weiß ich, 20 Kilometer, je nachdem, wie viel man bremst, dann sieht die Scheibe auch wieder ganz anders aus, dann ist die wieder glatt. Ja, das wollte ich im Endeffekt vorab dazu sagen. Und jetzt nehmen wir das mal auseinander. Ich habe die Gangschaltung auf einen sehr kleinen Gang gestellt. Das ermöglicht es mir, das Hinterrad leichter rauszunehmen. So, bei dieser Möglichkeit direkt mal die Kassette überprüfen, ob die noch fest ist. Die habe ich ja auch erst vor kurzem gewechselt. Und die wird ja nur mit 40 Newtonmeter angezogen. Da sollte man dann mal prüfen, ob die noch fest ist. So. Jetzt drücken wir erstmal, genau wie das beim PKW üblich ist, den Kolben wieder rein. Ich mache das hier mit so einem Plastikteil. Erstmal das dazwischen schieben. Das ist normalerweise für den Transport. Man klemmt das als Ersatz für die Bremsscheibe zwischen die Bremsbeläge, damit, wenn man das Hinterrad für den Transport ausbaut und man aus Versehen die Bremse betätigt, damit die Bremsklötze nicht zusammengehen. Ist kein Beinbruch, aber es erleichtert die Sache. Und wenn das mal passiert, dann sind hier auch vorne ist das angespitzt, damit man wieder zwischen die Klötze kommt, um sie wieder auseinander zu drücken. So, das reicht jetzt nicht aus. Ich habe hier noch ein altes Ritzel, damit drücke ich das noch ein bisschen weiter auseinander. Drückt nicht zu fest, sonst könnte es passieren, das habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, dass in Bremshebel Überdruck entsteht und dann könnte es sein, dass da sozusagen Überdruckventile öffnen und oder Dichtungen kaputt gehen. Also immer nur mit Gefühl und nicht mit einem dicken Schraubendreher da rein, mit Riesenhebel und dann alles wegdrücken, was sei es. Wir wollen es nicht kaputt machen, sondern nur reparieren. Jetzt sehen wir hier schon einen Sicherungsstift. Den werde ich jetzt hier mal gerade biegen, damit der wieder rausgeht.
So, jetzt kann ich den einfach hier mit dem Finger zack rausziehen. Den könnte man auch wieder verwenden, aber bei den Bremsbelägen ist immer ein neuer dabei. Aber wie gesagt, also an dem ist jetzt nichts dran, den könnte ich wieder verwenden. Ich habe hier die ganz billige Shimano BR 315. Ich glaube, das ist die billigste Bremse, die es von Shimano gibt. Und da macht man den Sicherungsstift raus und dann kann man hier die Bremsbeläge, die alten, einfach so nach vorne rausnehmen. So, da ist so eine kleine Feder, die ist schon mal runtergefallen und dann sehen wir auch hier, der eine, der war am Ende. Der andere, der war noch ganz gut, hätte man noch weiterfahren können, aber hier der ist definitiv am Ende. Daher das beim Bremsen das Kratzgeräusch, daher die Kratzer auf der Scheibe. Und ich bin jetzt, habe jetzt gerade den richtigen Zeitpunkt, den eben halt zu wechseln. Gestern bin ich noch die letzte Tour damit gefahren, da ist der dann so weit runtergeschliffen worden und jetzt kommt er halt raus. Ah, von der Feder ist auch ein Stück abgebrochen, sehe ich gerade. Ich halte das mal in die Kamera. Die Feder hat normalerweise, ihr seht das ja, auf beiden Seiten so Gabeln und eine Seite ist abgebrochen. Da muss ich jetzt natürlich kontrollieren, ob das hier noch im Sattel drinnen hängt. So, das ist nicht der Fall. Ich möchte ja nicht, dass beim nächsten Mal Bremsen Metallteile dazwischen hängen und den Sattel beschädigen. Ich werde mal kurz die Kamera drehen, damit ihr die Bremse quasi von innen seht. So, ich habe jetzt das Bild hoffnungslos überbelichtet, aber ist ja kein Fotokurs, sondern es geht um die Bremse. Und da kann man, wenn ich hier so leicht hin und her gehe, die Bremskolben sehen. Die habe ich, genau wie beim PKW, einfach mit wenig Kraft auseinandergedrückt. Und da schieben wir jetzt einfach die Bremsklötze wieder rein. Ich gehe mal mit der Kamera ein Stück zurück, aber so, dass ihr das noch sehen könnt, wie ich das mache. Wieder scharf stellen. So, ich mache extra wieder das Bild hell, damit ihr das auch seht. Ich verwende von Shimano die B01S. Die kosten, je nachdem, wo ihr sie kauft, zwischen 5 und 10 Euro. Ich kaufe die immer bei meinem Händler vor Ort. Der hat eigentlich immer welche da. Brauche ich nicht warten, bis die per Post kommen. Ihr könnt natürlich per Post auch direkt mehr bestellen, damit ihr immer welche auf Lager habt. So, ich werde den alten Sicherungsstift, glaube ich, nochmal verwenden. Der war ja gut. Dann habe ich die neuen auf Reserve. So, das fliegt weg. Kam ich den alten mal wieder raus aus meiner Box. Obwohl das eigentlich auch ein bisschen Quatsch ist, die neuen auf Reserve zu legen. Ich habe noch nie einen davon gebraucht. So, jetzt. Das sind jetzt die neuen Bremsbeläge. Dazwischen, zwischen die Bremsbeläge, kommt diese Feder, die wir gesehen haben. Die wird einfach hier so reingelegt, sodass die Löcher, die haben alle hier hinten Löcher, sodass die übereinander liegen. Da kommt ja dann der Stift durch. Jetzt drücke ich das einfach ein bisschen so zusammen und schiebe das da rein. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, je nachdem. Aber hier geht es jetzt gut. Und jetzt einfach von innen nach außen den Stift durchschieben. So, das hat auch geklappt. Jetzt drücke ich die noch ein bisschen auseinander mit diesem Kunststoffteil, damit die Bremsscheibe gleich reinpasst. Sind ja neue Belege, da ist ja klar, dass die jetzt ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen. Normalerweise mit diesem Kunststoffteil kann man auch nichts kaputt machen.
Auch wenn das ein bisschen schwer geht. So, jetzt habe ich es drin. Jetzt hat die Bremsscheibe auf jeden Fall genug Platz. Wie gesagt, also geht hier nicht brachial mit einem dicken Schraubendreher dran. Immer schön alles mit Gefühl. Hier so ein Kunststoffding kann eigentlich nicht viel kaputt machen. So, jetzt schwenken wir noch mal rüber auf die andere Seite. Jetzt sieht das genauso aus, wie gerade als wir die Bremsbeläge ausgebaut haben. Der neue Stift ist hier drin. Eben kontrollieren optisch, ob der durch die beiden Bremsbeläge und die Halteklammer dazwischen, also die Bremsbeläge wieder auseinanderdrückt, diese Feder, ob das überall durch ist. Nicht, dass sich da irgendetwas selbstständig macht. Und dann nehmt ihr einfach die Kombizange und biegt hier das Ende vom Sicherungsstift wieder rum, damit dieser sich nicht hier selbstständig machen kann und rausrutscht. Dann kommt das Rad rein und die Bremse ist wieder fit. So, ich habe noch eben die Kassette nachgezogen, die ich vor ein paar Tagen eingebaut habe. Die wird ja nur mit 40 Newtonmeter angezogen. Und in der Kassette sind als Abstandshalter Kunststoff-Distanzringe und die setzen sich mit der Zeit. Und da ich ja schon über 100 Kilometer wieder gefahren bin, wollte ich die mal nachziehen und siehe da, ich konnte die auch etwas nachziehen. Auch wenn ihr die nachziehen müsst, fangt nicht an und nehmt da auf einmal, was weiß ich was, 50, 60 Newtonmeter, damit ihr die nicht nachziehen müsst, sondern immer nur das vorgeschriebene Drehmoment. Halt lieber alle 100 oder 200 Kilometer mal nachschauen. Das ist ja schnell gemacht. Den Schnellspanner hier auch nicht zu festziehen, nur so, dass ihr den mit dem Daumen drücken könnt, sonst macht ihr die Lager kaputt. So, mal gucken, das Rad richtig drin ist. Mal noch ein bisschen locker gedreht wieder und jetzt so. Wenn ich jetzt hier drehe, dann schleift das. Ich muss die Bremse jetzt zentrieren. Ich zeige euch mal, wie das geht. Kann man das hier drinnen sehen? Ich versuche das darzustellen. Ihr seht ja, wo die Scheibe läuft. Jetzt ist die ein bisschen von uns aus gesehen links an dem Bremsbelag. Schleift da. Allerdings hat meine Scheibe auch eine leichte 8 von einem Sturz, aber ich habe das so einigermaßen wieder rausgebogen, das geht. Es sind ja Edelstahlscheiben, die kann man ja biegen. Ich glaube, man sieht das sogar, wenn ich das schnell drehe, jo, sieht man oben, die eiert halt ein bisschen. Damit ihr die Bremse zentrieren könnt, müsst ihr den Sattel lösen. Also nicht hier, sondern hier. Weil der ist beweglich. Hier sind ein bisschen Langlöcher drin und dann kann das alles sich bewegen. Ich brauche hier, um das zu lösen, einen Torx-Schlüssel oder ein Bit. Und ich habe hier einen Drehmomentschlüssel. So, der Bit hängt aber fester drin. So, ihr seht schon, hier hinten ist es problematisch, da brauche ich eine Verlängerung. Das ist nämlich immer eine Fummelarbeit, das wieder dran zu machen. So. Und jetzt werde ich das hier auch einmal losmachen. Da braucht man nicht viel. Ihr seht, der wackelt jetzt schon hier rum. Ich mache noch ein bisschen, damit er ein bisschen mehr. So, jetzt hat er schön Bewegungsfreiheit. So, ich lasse die Nuss jetzt da dran. Ich mache nur mal eben den Schlüssel ab. Ach, der hängt hier an. Der hing hier an den Dingen fest, deswegen kriegte ich den nicht ab. Ich vorsichtshalber noch mal kontrollieren, der muss auf 6 Newtonmeter stehen. So, das ist bei meinem Drehmomentschlüssel der Fall. Stecken wir den wieder dran und stellen den auf Festdrehen.
Und jetzt ziehe ich mit der anderen Hand die Bremse. Also selbst wenn der Sattel jetzt hier so schräg steht durch meinen Gewackel, ziehe ich die Bremse und zwar richtig fest und dann kann er sich nicht mehr, dann bewegt er sich, ja gut, er bewegt sich noch, aber normal zentriert er sich dann auf die Scheibe. Wenn ich jetzt hier, die Scheibe kann ich ja auch ein bisschen biegen und dann würde der natürlich auch wackeln. Ihr müsst den jetzt festhalten, bis ihr den, also die Bremse gezogen halten, bis ihr den festgezogen habt. Mit eben diesem besagten 6 Newtonmeter. Zack. Das ist wenig, aber das reicht. So, das war's schon. Und jetzt sollte die Bremse auch korrekt funktionieren. So, ihr hört, die schleift jetzt noch ein bisschen. Ihr müsst die Bremsbeläge auch einfahren, auf jeden Fall. Das kann ich hier jetzt natürlich nicht machen. Ein bisschen wird die bei mir immer schleifen, weil ich die blöde 8 da drin habe. Das kann man hier auch sehen, wie die zwischen den Bremsbelägen hin und her eiert. Wie fährt man neue Bremsbeläge richtig ein? Also ich wohne hier am Berg. Ich lasse das Fahrrad beschleunigen auf, sagen wir mal, 20 km/h und bremse dann mit, in dem Fall der Hinterbremse, einige Sekunden stark ab. Also richtig feste ziehen. Nicht direkt auf 0, aber ich sag mal so von 20 auf 15 km/h. Wir haben hier sehr steiles Gefälle, von daher ist das für die Bremse schon ordentlich. Das mache ich so ungefähr 5-mal und dann ist die eigentlich eingebremst. Wenn ihr zum Beispiel lange Berge runterfahrt, wo auch Wurzeln und so dabei sind, so Trails halt, aber die steil sind, dann müsst ihr ja immer bremsen. Ihr habt ja gar keine andere Wahl. Dann wird die Bremse heiß und dann verglasen die Bremsbeläge manchmal. Das heißt, wenn ihr dann wieder bremst, dann hört sich das auch so nach so Kratzen an und die Bremse scheint auch nicht mehr so die Wirkung zu haben. Dann in dem Fall erneut einbremsen. Also wieder kurz beschleunigen auf 20, 30 km/h und mal richtig stark abbremsen. Einige Sekunden lang Bremse wieder loslassen und das dann nach ein paar Sekunden wiederholen. Auch so wieder 5-mal und dann ist der Bremsklotz wieder blank und dann funktioniert das wieder. Im Endeffekt haben wir jetzt aber die Bremsklötze gewechselt. Ihr habt gesehen, wie man den Sattel zentriert. 6 Newtonmeter zum Anziehen, das reicht. Und dann ist die Bremse wieder einsatzbereit. Ihr könnt ja auch hier wieder nach, was weiß ich, 100 Kilometern mal eben kontrollieren, mit 6 Newtonmeter nachziehen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn ihr zum Beispiel das Fahrrad wascht, könnt ihr das ja vorher mal schnell machen und dann macht ihr es sauber und alles ist wieder tippitoppi. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und wünsche euch viel Spaß.